Nebeln des Nordens waren germanische Stämme gen Süden aufgebrochen an die Grenzen des Römischen Reiches. Barbaren schimpften sie die Römer. Aber 375 nach Christus fielen die fürchterlichsten aller Krieger mordend und brandschatzend in Europa ein. Die Hunnen lösten die große Völkerwanderung aus. Hunderttausende Goten, Vandalen, Franken waren auf der Suche nach einer neuen Heimat. Sie eroberten Rom und Rom ging unter. Manche Stämme verschwanden fast spurlos. Andere hinterließen wertvolle Schätze. Aus den germanischen Barbaren wurden die Gründer Europas. Man schrieb das Jahr 120 vor Christus. Wilde Germanenstämme aus dem hohen Norden wanderten in Richtung Süden. Zwei Jahrzehnte lang versetzten sie die Römer in Angst und Schrecken. Zehntausende Schädel lagern im Magazin der Anthropologen in Budapest. Ein Friedhof vieler Völker. Für West- und Ostgoten, Markomannen, Gepiden, Vandalen. Der Schädel eines Kimbern. Wie mag er ausgesehen haben? Nach 2000 Jahren Totenruhe soll er sein Antlitz zurückgehalten. Auf der Grundlage des Schädels können die Anthropologen mit einem neuen wissenschaftlichen Verfahren Gesichter aus der Vergangenheit rekonstruieren. Freund wie Feind würden ihn wiedererkennen, ihn bei seinem Namen nennen. Räuber schimpften ihn die Gallier. Ein Barbaren nannten ihn die Römer. Beide fürchteten sie die Kimbern. Er war einer unter Zehntausenden, die in die Geschichte eingegangen sind. Woher kam er? Wer mag er gewesen sein? Waren die Kimbern nur tumbe Recken? Waren sie heroische Wagner-Gestalten oder gar arische Herrenmenschen? Wir gehen mit ihm zurück in seine Vergangenheit. Über ihre Könige und Kriege wissen wir einiges, nichts aber über das Leben der Kimbern, ihr Leid, ihre Hoffnung. Ihr Schicksal. Wenig über ihre 20-jährige Wanderschaft durch ganz Europa. Er war dabei. Von Anfang bis Ende. Hoch im kalten Norden war seine Heimat. Man schreibt das Jahr 121 vor Christus. Für die Römer sind die Kimbern zweibeinige Tiere, die außer der Stimme und den Gliedern nichts Menschliches an sich haben. Sie seien ohne jede Kultur und Zivilisation, nackt, wild, ohne Behausung. Der römische Historiker Tacitus schrieb: Wer wollte schon Italien verlassen und Germanien aufsuchen? Das Land ist ohne Reiz und rau im Klima, trostlos für den Bebauer wie für den Beschauer. Aus der Sicht der Römer lebte der Stamm der Cimbri, der Kimbern, am Rande der bewohnten Welt in Jütland. Man schätzt, dass 60.000 bis 80.000 Germanen, Kimbern, Teutonen und Ambronen, in ganz Dänemark siedelten, in Hunderten zerstreuter Dörfer. So hat die Kimbern-Siedlung Borremose ausgesehen. Die Gehöfte waren mit einem Graben, Wall und Palisaden befestigt. Archäologen vermuten, es war ein Königssitz. In den über 20 Häusern lebten an die 180 Kimbern.
Die germanischen Langhäuser konnten die Archäologen zuverlässig nach den Strukturen im Boden rekonstruieren. Über 7000 Kilometer werden die Kimbern von Boromose aus in Richtung Süden ziehen. Aber warum sind sie ausgewandert? Wegen einer Flutkatastrophe, wie in Geschichtsbüchern zu lesen ist? Oder waren es vielmehr Kälte und Hunger, die sie aus ihrer Heimat vertrieben? Dauernder Winter, trübes Wetter lastet auf ihnen, kärglich ernährt sie der Boden, berichtete schon Seneca der Ältere. Das Leben der Kimbern war hart, die Böden karg. Vorratswirtschaft war ihnen unbekannt. Sie lebten von der Hand in den Mund. Selbst in guten Jahren kamen sie kaum über den Winter. Was wir von den Kimbern wissen, wissen wir aus den Mooren, den Friedhöfen der Vorzeit. Sie konservierten die Toten, bis man sie beim Torfstechen fand. Eine der Moorleichen ist weltberühmt. Das Mädchen von Windebü. Gerade einmal 14 Jahre wurde sie. In der Hand hält sie einen Birkenzweig. Stöcke fixierten ihren Körper im Moor. Fürchtete man, sie sei eine Untote, eine Wiedergängerin? Kann sie uns vielleicht etwas über das Schicksal der Kimbern sagen? Und warum es zum großen Exodus aus Dänemark kam? Weshalb wurde sie nur 14 Jahre alt, wenn sie eines natürlichen Todes starb, wie Wissenschaftler vermuten? Unter ihrer ledrigen Körperhülle hat man Teile des Skeletts geborgen. Wie sie aussah, weiß man heute genau. Ein Gerichtsmediziner hat ihr Gesicht rekonstruiert. Aber können auch ihre Knochen nach 2000 Jahren etwas über ihr Leben und ihren Tod verraten? Mit einem speziellen Röntgengerät wird der Physiker Roland Agnol ein Schienbein durchleuchten. Er sucht in den Knochen nach sogenannten Harris-Linien. Sie wären Zeichen für gestörtes Wachstum, Mangelernährung und Hunger. Sein Befund? Was wir hier sehen, sind Zonen, die dichtere Knochensubstanz zeigen. Hier ist das Wachstum verzögert gewesen oder ist ganz zum Stillstand gekommen. Bei dem Mädchen von Windebü sehen wir 12 solcher Wachstumsverzögerungszonen. 12 Hungerwinter durchlitt sie also in nur 14 Lebensjahren. Wie dem Mädchen von Windebü wird es damals allen im Norden ergangen sein. Winter für Winter, Hunger und Not. Wie haben sie überhaupt überlebt? Biologen fanden im Magen einer Moorleiche außer etwas Hafer und Haselnüssen vor allem Unkrautsamen. Mit Vogelfutter wie Knöterich wurde der leere Magen gefüllt. Selbst englische Forscher, die das Kimbernmüsli nachkochten, fanden es ungenießbar. Es war die letzte Mahlzeit des geheimnisvollen Mannes von Tollund. Der geflochtene Lederstrick ist 1,25 Meter lang. Er endet in einer Schlinge um den Hals des Tollundmannes. Maiken Hansen kennt den lederschwarzen Mann aus dem Moor von Kopf bis Fuß. Jede Narbe, jeden Bartstoppel in seinem feinen Gesicht. 1950 wurde der Tollundmann im Moor gefunden. Dutzende Wissenschaftler untersuchten seither die eindrucksvollste Moorleiche der Welt. Wurde er hingerichtet? Setzte er selbst seinem Leben ein Ende? Oder ist er gar ein Menschenopfer? Wir wissen nicht viel über den letzten Tag in Tollundmannens Leben. Wahrscheinlich wurde er den Göttern geopfert, weil man ihnen für ihre Gunst danken wollte. Oder weil man sich eine Gunst von den Göttern erhoffte. Erst wurde er gehängt, dann im Moor begraben. Gerichtsmediziner stellten fest, dass ihm die Augen und der Mund liebevoll geschlossen wurden für den ewigen Schlaf im Moor. Der Tollundmann war ein Menschenopfer, wohl für die Fruchtbarkeitsgöttin Nirtus, die man um gute Ernten bat. Und
Aus den Moorleichen kann die Wissenschaft heute schließen, nicht eine Flutkatastrophe, sondern Hunger vertrieb die Kimbern aus Dänemark. Aber es gab nicht nur Verzweiflung. Von römischen Händlern, die in den Norden kamen, um Bernstein und Felle zu kaufen, hatten sie von den Verheißungen des Südens gehört. Aber auch ihre eigenen Kundschafter waren weit herumgekommen, bis an die Donau. Sie werden ihren Leuten von Ländern erzählt haben, wo man im Winter keine Felle braucht. Von fetten Weiden und fruchtbaren Äckern unter ewiger Sonne. Von süßen Früchten und berauschenden Getränken aus sonderbaren Beeren. Von unvorstellbarem Reichtum und Luxus. Im Norden aber gab es nur wenig Hoffnung. Es lebten zu viele in dem kargen Land. Würde man auswandern, das ewige Hungerleiden hätte ein Ende. Haben sie abgestimmt? Haben sie gelost? Wer muss bleiben? Wer darf gehen? Man weiß es nicht. Niemand kennt das genaue Datum, niemand die genauen Umstände. Und doch, es ist eine historische Tatsache, um das Jahr 120 vor Christus beginnt die Völkerwanderung der Kimbern. Sie verlassen ihre Heimat für immer und machen in der Weltgeschichte von sich reden. Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse, ein großes Abenteuer voller Gefahren. Aber mehr als den Tod, werden sie sich gesagt haben, werden wir überall finden. Den Mutigen und Tapferen würde die Zukunft gehören. Sie müssen den Auszug geplant, mit anderen Stämmen abgesprochen und sich verabredet haben. Der römische Historiker Diodor berichtete: Es wälzte sich eine ungeheure Masse heran. Hunderttausende Kimbern und Teutonen mit Waffen waren auf dem Marsch. Scharen von Kindern und Weibern schleppten sie mit sich. Sie waren auf der Suche nach Land, das eine solche Masse ernähren könnte. Historiker gehen heute davon aus, dass etwa 100.000 Menschen sich dem großen Trek anschlossen. Die Nachricht von den sich nähernden Barbaren verbreitete Angst und Schrecken in Rom. Aus Jütland zogen Kimbern, Teutonen und Ambronen durch die Gebiete anderer germanischer Stämme, die der Angeln, der Sachsen und Sueben. Entlang der Elbe führte sie ihr Weg weiter durch Böhmen, immer Richtung Süden. Völkerwanderung, das hieß, mühsam zu Fuß seinen Weg suchen. Tag für Tag, Monat für Monat, bei Wind und Wetter. Wo sie konnten, folgten die Wandernden den Flüssen, den alten Handelswegen. Sie gaben ihnen Richtung und Ziel. Die Flüsse konnten zugleich aber auch unüberwindbare Hindernisse sein. Es sei denn, man fand eine Furt für die gefahrenvolle Durchquerung. Es konnte viele Tage dauern, bis der Trek solch einen Fluss passiert hatte. Pferde besaßen nur die Anführer. Zugtiere für die wenigen Karren mit all den Habseligkeiten der Auswanderer waren urtümliche Ochsen. Langsam, aber kräftig. Unübersehbar, 20 bis 30 Kilometer, zogen sich die Kolonnen der Kimbern und Teutonen dahin. Sie waren geflohen vor Hunger, Not und Elend. Aber wie ernährten sie sich unterwegs? Denn eigentlich waren sie ja Bauern und Hirten, keine Nomaden.
Um zu überleben, wurde der Dreck der Wirtschaftsflüchtlinge nicht selten zum Beutezug. Besonders, wenn man auf schwächere Gegner stieß. Wegen ihrer ungezähmten Wildheit wurden sie von allen gefürchtet. Denn sie kannten nur ein Recht, das des Stärkeren. Was man ihnen nicht freiwillig gab, nahmen sie sich gewaltsam. Die Kimbern kamen in den Ruf eines räuberischen Wandervolkes. Bald bedeutete der Name Kimber schlicht Räuber. Germanen waren Feinde der Germanen. Sie schlugen sich gegenseitig die Köpfe ein und nahmen, was zu nehmen war. Herkunft und Abstammung, Blut und Rasse sagten ihnen nichts. Schnell wurden aus Gegnern Verbündete, aus Freunden Feinde. Wenn der Hunger übermächtig wurde, musste Beute gemacht werden. Ein Bewusstsein für Kriegsverbrechen gab es in der Antike nicht. Plünderung, Raub, Versklavung und Brandschatzung waren nicht geächtet. Alle taten das. Und wie die Römer machten auch die Kimbern vor nichts und niemandem Halt. Der römische Historiker Tacitus schrieb: Es gilt unter ihnen als träge und schlaff, sich mit Schweiß zu erarbeiten, was man mit Blut erringen kann. In den Wintermonaten ruhte der Dreck. Es war schwierig, Unterkunft zu finden. Da wurde selbst die Höhle zum Palast. Mit der Überheblichkeit der Hochkultur sahen die Römer in ihnen nur rauf- und sauflustige, zottelfällige Wilde. Und da sie die germanischen Sprachen nicht verstanden, nannten sie sie Barbaren, was so viel bedeutete wie Stotterer, Stammler. Sie seien gänzlich unzivilisiert, stinkend und schmutzig. Eine Geringschätzung, die sich rächen sollte. Sicher, was die Körperpflege betraf, forderte das Wanderleben seinen Tribut. Aber das Klischee stimmt so nicht. Denn Funde aus dem Moor beweisen heute, jeder Kimber führte eine Art Reisenecessaire mit sich. Ein Kulturbeutel, wie ihn jedermann am Gürtel trug. Mit Hölzern für die Zahnpflege, mit einer Schere, um die Haare zu schneiden, mit einem Messer für die glatte Rasur. Am Ring eine Pinzette für die Nasenhaare und sogar ein Q-Tip, um die Gehörgänge zu reinigen, sowie der obligate Kamm für kunstvolle Frisuren. Der soeben Knoten des Osterbühmannes. Sie kämmen sich das widerstrebende Haar und knüpfen es kunstvoll. Aber sie wollen nicht geliebt werden. Das ist Schönheitspflege für das Auge des Feindes. Sie wollen groß und furchtbar erscheinen. Für die Römer waren die Germanen ungeschlacht und furchterregend. Aber wie sahen sie wirklich aus? Wie Helden aus Wagner-Opern? Wie Typen aus dem arischen Rassekundebuch? Die ungarische Anthropologin Kuschta rekonstruiert das Gesicht eines Schädels, der in Sachsen gefunden wurde. Zum ersten Mal wird zu sehen sein, wie ein Germane 1500 Jahre nach seinem Tod sein Antlitz wiederbekommt. Das biometrische Verfahren haben Gerichtsmediziner entwickelt, um unbekannte Tote zu identifizieren. Kenntnisse aus der Anatomie überträgt Agnes Kuschta auf den Schädel. Danach modelliert sie die Muskeln und folgert
wie die Nase und wie die Ohren gebaut waren. Was wir nicht wissen können, ist zum Beispiel, ob der Betreffende wohl genährt oder mager aussah. Da keine Daten darüber existieren, rekonstruieren wir einen mittleren Ernährungszustand. Ebenso wenig kennen wir den Gesichtsausdruck des Menschen zu seinen Lebzeiten, ob er eher fröhlich oder traurig aussah. Meine Gesichtsrekonstruktion ist also kein Porträt. Ich rekonstruiere ausschließlich nach der Anatomie, nach der Form des Schädels. Wie stark mögen die Muskeln sein? Wo sitzen die Augen im Schädel? Wie dick sind die Weichteile? Bei tausenden Leichensektionen wurden Durchschnittsmaße ermittelt. Agnes Kuschta überträgt sie gewissenhaft auf den Abguss des Germanenschädels. Ja, das ist keine alltägliche Sache, was ich mache. Ich bin jedes Mal ein bisschen ergriffen, wenn ich den Schädel eines Menschen, der wie dieser vor rund 1500 Jahren gelebt hat, in meiner Hand halte. Und natürlich interessiert es mich sehr, wie er wohl gelebt hat. Ich empfinde es als ein ganz besonderes Geschenk, dass ich sein Gesicht rekonstruieren darf und ich dann sehen kann, wie er ausgeschaut hat. Das ist eine ziemlich intime Sache, denn schließlich trägt man ja den Schädel normalerweise in sich drin. Und nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, einen Schädel in ihrer Hand zu halten. In wochenlanger Arbeit entsteht unter ihren Händen das Antlitz. So sah dieser Germane zu Lebzeiten aus. Der Germane hätte man ihn genannt, als man Menschen in verbrecherischer Absicht nach Rassen unterschied. Aber es ist immer nur ein individuelles Gesicht unter vielen verschiedenen. Dieses hatte feine aristokratische Züge, wie man sie auch von Senatoren kennt. Und eines fernen Tages werden selbst Germanen zum Establishment Roms gehören. Aber so weit waren die Kimber noch nicht. Wie einst in ihrer Heimat drohte unterwegs nicht selten Hunger. Zur Not ernährte man sich von Wurzeln und Bucheckernbrei. Aber sie waren in den dunklen Urwäldern zu Hause, die die Römer so sehr fürchteten. Geschickte Jäger nannte sie Tacitus. Wann immer sie nicht kämpfen, verbringen sie ihre Zeit mit der Jagd. Sie befriedigen ihren Hunger ohne ausgefeilte Vorbereitungen und ohne Delikatessen. Sie essen das Fleisch sogar roh. Entweder frisches oder mit dem Fell eingefrorenes. Mit Händen und Füßen bearbeiten sie es dann, um es genießbar zu machen. Und Tacitus wusste noch von einer anderen Seite der Germanen zu berichten. Sie achten und hören auf ihre Frauen. Es sind ihre Genossinnen. Bereit, Gleiches in Mühen und Gefahren, Gleiches im Frieden und Kampf zu ertragen und zu wagen. Das kriegerische Nomadenleben wurde den Kimbern und Teutonen zur zweiten Natur. Andere Stämme und Sippen schlossen sich ihnen unterwegs an und wurden damit zu Kimbern. Das war gängige Praxis in der Völkerwanderung. Denn anders als Nationalisten und Rassisten es ihnen nachsagen, die Germanen hatten mit Abstammung und Herkunft, mit Blut und Rasse nichts im Sinn. Das germanische Wort Volk meint einen Kriegshaufen, der folgt. Je länger und weiter sie zogen, desto zahlreicher wurden sie. Seit 4 Jahren war der Trek schon unterwegs. 1600 Kilometer von der Heimat entfernt kamen sie ins Donaugebiet, ins heutige Ungarn und Rumänien. Dort stießen sie auf das keltische Volk der Skordisker und auf die Thraker. Von der Donau brachten die Kimbern einen weltberühmten Schatz nach Dänemark, den Gundestrup-Kessel. 10 Kilogramm wiegt der unermesslich wertvolle Silberkessel.
den ein Bauer in einem dänischen Moor fand. Er ist eines der schönsten Kunstwerke der Völkerwanderungszeit. War es ein Opferkessel, ein heiliger Gral? Die magischen Bilderwelten, die im Norden unbekannten exotischen Tiere, geben den Archäologen Rätsel um Rätsel auf. Zu erkennen sind keltische Krieger, die in die Schlacht ziehen. Tranken sie aus dem Kessel Met, um sich an ihren Siegen zu berauschen? Oder ließen sie gar das Blut geschächteter Feinde in ihn fließen? Der Kessel ist ein nationales Monument Dänemarks. Lange Zeit glaubte man stolz, er sei im Norden Europas entstanden. Das sei leider falsch, sagt der Archäologe Flemming Kaul. Den Kessel müssen Kimbern als Beute oder Geschenk aus dem Donauraum nach Dänemark gebracht haben. Aber wie kann er das beweisen? Über Jahre hat er detektivisch jedes Detail untersucht. Zwar sind Krieger zu sehen, deren Schilde man auch aus dem Norden Europas kennt. Sie blasen die Karnyx, furchteinflößende Kriegstrompeten, und tragen die Symbole germanischer Götter auf ihren Helmen. Trotzdem glaubt Flemming Kaul, die kunstvolle Arbeit ist nicht im Kulturkreis der Kimbern entstanden. Ein wichtiges Indiz: eine Göttin mit thrakischem Halsreifen. Ein gleicher wurde beim Kessel gefunden. Der Kessel war ein Symbol der Freundschaft zweier Völker, auf die die Kimbern stießen. Hier hatte man einen fällen Fiende, aber man war zwei verschiedene Volk. Man musste etwas haben, das die Völker einen konnte. Dazu wurde der Gundestrup-Kessel kreiert als eine Art heiliger Gral. Vielleicht hat man gemeinsam Wein daraus getrunken. Jedenfalls konnten sich die höchsten Kreise vereint fühlen, religiös wie sozial. Ein Delfinreiter, exotische Geparden, Amazonen mit blanken Brüsten, Jagdgötter mit Geweih. Bei Vergleichen mit anderen Funden stellte Flemming Kaul fest, nur Silberschmiede der Thraker waren zu solch einem Kunstwerk fähig. Auf sie müssen die Kimbern auf ihrer Wanderung gestoßen sein. Doch wo? Der Gundestrup-Kessel muss also in einem Gebiet hergestellt worden sein, in dem sich diese zwei Völker gemeinsam aufhielten. Und soweit wir wissen, kann das nur im Nordwesten Bulgariens und im Südwesten Rumäniens der Fall gewesen sein. Von dort also brachten Kimbern Kessel und Reif nach Dänemark. Sie sind ein Zeugnis ihrer Wanderung bis an die Donau. Bei Borremose wurde der Schatz im Moor versenkt, als Opfer für die Götter. Vielleicht als Dank für Kriegsglück. Vielleicht mit der Bitte für eine bessere Heimat der Ausgewanderten in der Ferne. Von der Donau zogen die Kimbern weiter. Aber wohin? Wie den richtigen Weg finden? Es gab keine Landkarten, keinen Kompass und die Orientierung nach den Sternen war den Germanen unbekannt. Die Kimbern mussten sich bei Kundschaftern und Händlern durchfragen. Wo gab es was zu holen? Wo hatte man leichtes Spiel? Wo war mit Gegnern zu rechnen, gar mit römischen Legionen? Wusste man nicht weiter, war man sich uneins über Weg und Ziel, entschied nach Germanenart das Orakel. Ein Stein und das frische Blut von Gefangenen dienten als Wegweiser. So ist es überliefert. Der Abendsonne entgegen.
Aus Rumänien und Ungarn zogen die Kimbern und Teutonen westwärts, in Richtung des gelobten Landes nach Italien. 7 lange Jahre waren sie nun schon auf Wanderschaft. Mehr als 3000 Kilometer hatten sie zurückgelegt. Im Jahre 113 vor Christus tauchen sie in den Voralpen auf, in Kärnten, bei Noreia, in gefährlicher Nähe zum Römischen Reich. Hier ist gut bleiben. Das Land ist fruchtbar, reich an Eisen und sogar Gold. Aber die Römer fühlen sich bedroht, planten die furchterregenden Kimbern und Teutonen gar einen Marsch auf Rom? Dem Konsul Carbo versprechen sie, friedlich weiterzuziehen. Scheinheilig bietet er ihnen Führer an. Sie locken sie in einen Hinterhalt. Seine Legionen glauben, leichtes Spiel mit den naiven Barbaren zu haben. Aber es kam ganz anders. Mit der Schnelligkeit und Gewalt eines Feuersturms griffen sie an. Tollkühn und unerschrocken, mit tierischen Stimmen und furchtbaren Schreien. Der erste Zusammenstoß mit Germanen in der Schlacht von Noreia war für die Römer ein Schock. Sie fürchteten die Wilden aus dem Norden. Sie seien an Stärke unübertrefflich und an Aussehen den Giganten gleich. Die Wiener Anthropologin Teschler Nicola vergleicht für uns das Skelett eines Germanen mit dem eines Römers. War der Bericht Diodors über die germanischen Recken groteske Ausgeburt römischer Fantasien und Ängste? Um die Größe eines Menschen festzustellen, reicht den Anthropologen schon ein Knochen vom Oberschenkel oder Oberarm. Aus statistischen Vergleichstabellen können sie dann, nach Völkern unterschieden, die Körpergröße ermitteln, bis auf 2-3 Zentimeter genau. Das Ergebnis hunderter Skelettuntersuchungen: Viele Germanen waren groß gewachsen. Die Kimbern maßen im Durchschnitt 1,74. Etliche waren entschieden größer. Damit überragten sie die eher kleinwüchsigen Römer nicht selten um Haupteslänge. Die in den antiken Schriften festgehaltenen Befunde, dass die Germanen deutlich größer von Gestalt gewesen sein sollen als die Römer, das ist also kein Phantasmus, sondern das entspricht offensichtlich der Realität. Die erste Schlacht mit den Kimbern und Teutonen im Jahre 113 vor Christus würden die Römer nie vergessen. Noch lange fürchteten sie den Furor Teutonicus, das Wüten der Germanen. Im Kampf jubelten sie, weil sie hofften, das Leben auf ruhmvolle und beglückende Art verlassen zu dürfen. Dann aber büßte der Konsul Carbo seine Hinterlist mit schweren Verlusten. Ruhmlos wurden seine Legionen aufgerieben. Zersprengt flüchteten die Römer in die Wälder. Aber ausgerechnet ein Gott der Barbaren kam den Römern zu Hilfe. Furchtlos seien die Germanen. Nur Blitz und Donner fürchteten sie panisch. Sie hatten Angst, ihr Gott Dona ließe den Himmel einstürzen.
Wegen der göttlichen Zeichen ließen sie von den geschlagenen Legionen ab. Rom entging nur knapp einer militärischen Katastrophe. Vorerst. Den Schauplatz des Blitzkrieges haben Archäologen am Magdalensberg in Kärnten lokalisiert. Steht auch dieser Fund im Zusammenhang mit den Kimbern? 18 Bronzehelme wurden in einem Versteck auf ihrer Marschroute in den Alpen gefunden. Jeder schon in der Antike ein Vermögen wert. Waren sie Beutegut der Kimbern? Der sogenannte Helm B aus dem Depot des Kunsthistorischen Museums in Wien ist weltberühmt wegen einer rätselhaften Inschrift. Ein spannender Fall für den Germanisten Hermann Reichert. Von rechts nach links entziffert er Hari Gasti Teiva. Die Sprache ist eindeutig germanisch. Hari ist germanisch das Heer, Gasti ist der Gast. Mit Teiva könnte dem Göttlichen gemeint sein. Ja, die Inschrift ist germanisch, dann war der Auftraggeber sicher ein Germane. Falls der Helm, beziehungsweise falls die Inschrift auf dem Helm um 100 vor Christi entstanden ist, dann kommt da wohl am ehesten ein Kimber in Frage. Geritzt hat er die Inschrift sicherlich nicht selbst, denn der, der das geritzt hat, der war sehr geübt. Eine recht wahrscheinliche Möglichkeit ist die, dass er die Feinde den Göttern geweiht hat. Die Ritzung auf dem Helm soll bewirken, dass sich die Götter die Feinde als Opfer holen. So war es Brauch bei den Germanen. Hari Gasti Teiva, dem göttlichen Gast des Heeres. Es ist das älteste germanische Schriftdokument, die einzige Spur der Völkerwanderung der Kimbern außerhalb von Dänemark. Bis heute. Durch unwegsames, unbekanntes Gebiet trieb menschliche Unstetigkeit sie umher. In langer Irrfahrt hatten sie viele unterwegs zurückgelassen. Erschöpft und krank, viele von ihnen waren gestorben oder im Kampf gefallen. Seit gut 8 Jahren waren sie nun unterwegs. Unermesslich an der Zahl suchte der Trek im Jahre 112 vor Christus seinen Weg durch die Alpen. Eine äußerst offene, multikulturelle Gesellschaft. Wer sich ihnen anschloss, wer sein Leben mutig im Kampf einsetzte, gehörte einfach dazu. Wer arm war, konnte reich werden. Wer sich bewährte, gar Heerführer. Nach dem historischen Sieg in Noria fielen die Kimbern und Teutonen in Gallien wie eine unaufhaltsame Wetterwolke ein. Schlacht um Schlacht versuchen römische Legionen, den Heereszug aufzuhalten, ohne Erfolg. 10 Jahre lang verbreiten Kimbern und Teutonen Angst und Schrecken im Römischen Reich. Erst als der Treck sich teilt, gelingt es dem Konsul Marius, die Teutonen bei Aix-en-Provence zu vernichten. Die Kimbern aber zogen wieder über die Alpen. Ihr Ziel, die fruchtbare Po-Ebene. Über 7000 Kilometer hatten sie durch ganz Europa zurückgelegt, ohne eine Heimat zu finden. 19 lange Jahre waren sie bereits unterwegs. Aber auch Krieger werden einmal müde und wollen sesshaft werden. Wollen ein eigenes Dach über dem Kopf, Äcker bebauen und Vieh weiden, wollen nach langer Wanderschaft ankommen. Seit ihrer Auswanderung aus Jütland waren sie auf der Suche nach dem gelobten Land. Am Ende kamen sie bis in den Norden Italiens. Die Kimbern waren jetzt bereit, dem Reich als Soldaten zu dienen. Als Sold erbaten sie vom Senat eine Heimat. Aber die Römer hatten die Niederlage von Noreia nicht vergessen. Ihr Feldherr Marius, der Sieger über die Teutonen, hatte die Armee reformiert. Die Furcht vor den Barbaren war überwunden.
Marius und seine Soldaten nahmen planvoll Rache. Als die Raben hinflogen, wo die Kimbern hingemetzelt lagen, nie hatten sie ein größeres Mahl zu fressen bekommen. Die Kimbern hatten sich den Römern in offener Feldschlacht gestellt, aber der Übermacht waren sie unterlegen. Wer nicht im Kampf gefallen war, entleibte sich selbst mit seinem Schwert. So hat es der Geschichtsschreiber Florus überliefert. Die Frauen hatten ihre Männer in der Schlacht mit nackten Brüsten angefeuert. Als sie verloren war, erdrosselten sie erst all ihre Kinder. Dann stießen sie sich verzweifelt Messer ins Herz oder erhängten sich an den Karren mit Gürteln, Stricken und an ihren langen Zöpfen. Die Kimbern wollten nicht in Ketten mit Schmach und Schande durch Rom geführt werden. Sie wollten nicht verhöhnt und bespuckt werden, nicht als Sklaven enden. Freiheit oder Tod? Sie waren frei und wollten es bleiben. Marius ließ sich als Retter Roms feiern. Das Volk der Kimbern aber, das auf der Suche nach einem besseren Leben aus dem Norden ausgewandert war, wurde im Jahre 101 vor Christus ausgelöscht. Nach dem Ende der Kimbern und Teutonen wähnten sich die Römer sicher. Sie wollten ihr Reich im Norden bis an den Rand der bewohnten Welt ausdehnen. Aber andere Germanen, Arminius und seine Cherusker, werden das Imperium in seine Grenzen verweisen.